Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Huch, jetzt hat hier irgendwas geknackt. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Wir haben ein Thema heute Nacht. Das Thema heißt Geiz. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die extrem geizig sind. Die sagen, ja, es ist gut, dass ich geizig bin. Ich stehe dazu. Oder die auch sagen, ja, ich finde es eigentlich nicht so gut, schäme mich ein bisschen, aber ich bin's halt. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die in ihrem engem Umfeld richtige Menschen haben, die wirklich richtige ausgesprochene Geizhälse sind und denen das vielleicht auf die Nerven geht. Also Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110 und die erste Anruferin heute Nacht ist Melanie. Melanie ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Melanie. Und zwar geht es um eine Freundin aus unserem Stammtisch, ja? Die Maike, und die ist extrem geizig. Aha, wie macht sich das denn bemerkbar? Das macht sich so bemerkbar, dass wenn wir unseren Stammtisch mittwochs halt haben, Was ist denn das überhaupt für ein Stammtisch? Ein jungen Mädchen-Stammtisch? Ja, genau. Wie viele Mädels sind denn da? Ja, wir sind zu 8. 8? Im Alter von? Ja, so zwischen 18 und 26. Und was macht ihr da so? Außer Bier trinken? Ja, genau. Also wir nennen uns dann Hau weg die Scheiße und wir haben eigentlich auch wohl immer richtig Spaß. Ja. Und dann ist da halt die Maike dabei, die... Ja. Wirklich auch, also jeder gibt dann halt mal eine Runde, ne? Und wie das so üblich ist bei Stammtischen. Ja, genau. Und wenn sie dann dran ist, dann muss sie immer irgendwie ganz plötzlich weg oder hat irgendwas anderes oder wartet oder geht aufs Klo, wartet, bis sie wiederkommt und die nächste Runde da steht oder so. Und oder das allgemein schnurrt sich mit Zigaretten durch oder wenn sie mal mein Auto haben will, kann sie das sofort kriegen. Aber wenn ich dann mal ihrs brauche, weil meins kaputt ist, dann geht das auf einmal nicht. Und Sowas klingt immer im ersten Moment so ein bisschen lustig oder man schmunzelt darüber, aber auf Dauer ist das doch nervig und kann einen auch richtig aggressiv machen, ne? Ja, vor allen Dingen, wenn wir zum Beispiel dann irgendwie mal am Wochenende auf eine Party wollen und irgendwie man vielleicht mal irgendwie ein cooles Oberteil von ihr haben möchte, dann sagt sie immer, nee, das ist gerade in der Wäsche oder habe ich schon verliehen oder sonst irgendwas. Und aber gab es denn jetzt also am Stammtisch, wenn es um das Bezahlen geht, gab es da schon mal richtig Zoff unter euch Mädels? Deshalb? Ja, also wir haben wohl schon mal vorsichtig, haben uns schon mal rangetastet und ihr auch wohl schon vorsichtig gesagt, dass wir das jetzt alles allgemein nicht so toll finden, aber weil sie ja eigentlich auch wohl immer Domian hört, wollten wir das jetzt mal versuchen, so, so übers Radio. Druck übers Radio. Ja, genau, dass wir das mal, übrigens, hallo Maike, ne, Hallo Maike. Ja, dass wir ihr das mal so sagen wollen, dass das absolut nicht geht, weil sie immer die Einzige ist, die sich vor irgendwas drückt und Wie lange gibt es denn diesen Stammtisch schon? Also wir machen das jetzt ein Dreivierteljahr. Hat Maike denn überhaupt schon einmal bezahlt in diesem Dreivierteljahr? Nee, nicht einmal. Noch keinmal? Nee. Also Maike, so geht's nicht. Geht's wirklich nicht. Das ist wirklich absolut nicht toll. Und dann kann man ja auch verstehen, weil ich meine, die verdient ja auch noch einen Haufen Geld. Da muss man ja auch noch dazu bedenken. Achso, das kommt dazu auch noch. Und sind auch Leute dabei, die gerade mit der Ausbildung erst angefangen haben, die dann halt nicht so viel Geld verdienen und trotzdem auch bezahlen. Und wenn man dann von ihr Was wäre denn die Konsequenz? Ich meine, es klingt immer noch so ein bisschen locker, wenn sie jetzt wirklich auf der Linie bleibt. Könnte das so weit gehen, dass ihr sagt, nee, komm, dann ohne Maike das Ganze? Ja, ich denke, wenn es jetzt noch länger so weitergeht, wohl, weil sie schnurrt sich ja wirklich nur durch. Und wenn man irgendwie dann gerade keine Lust hat, zum Zigarettenautomaten zu laufen und man fragt sie mal, hey Maike, kann ich mal eine Zigarette von dir haben? Nee, ich habe selber nicht mehr so viele. Also ich muss sagen, Melanie und vielleicht auch Maike, wenn sie uns zuschaut oder zuhört, ich finde Geiz fast den unangenehmsten Charakterzug, den ein Mensch haben kann. Ja, die geht wahrscheinlich dann auch nach der Werbung, Geiz ist geil. Aber furchtbar, das ist die schlimmste, finde ich, und verwerflichste Werbung, die es im Moment gibt. Ja. Diesen Spruch, dieses auch noch irgendwie hoffähig zu machen, indem man sagt, Geiz ist geil, finde ich wirklich fürchterlich. Schalte ich das Radio immer aus, wenn ich das höre. Ja, vor allen Dingen, man könnte dann auch echt teilweise wirklich ausrasten. Ja. Und das Schlimme ist ja nicht, dass die nur geizig ist, die denkt auch immer, Wunder, wie toll sie ist, baggert sogar meinen Freund an und sämtliche Geschichten und weiß ich nicht. Also das ist noch auf einer Ebene, wo man es noch retten kann. Das höre ich, so wie du es erzählst. Du sagst es ja auch in einem Ton,
dass ich da raushöre, dass du die Maike eigentlich ganz nett findest. Ne? Ja, eigentlich ja schon. Wenn sie sich da ändern würde. Ja, ja, genau. Und vor allen Dingen soll sie meinen Freund in Ruhe lassen, weil von dem lässt sie sich auch immer einladen. So. So, dann hoffen wir, dass die Maike zugehört hat. Ja, das hoffe ich wirklich. Und dass das aber richtig gesessen hat jetzt, ne? Via Fernsehen und Radio, das mal gesagt zu bekommen. Ja, vor allen Dingen, weiß nicht, so ein Schmarotzerleben, das kann ja auch so toll nicht sein. Und die muss ja keine Miete bezahlen, kein gar nichts. Die kriegt von den Eltern dann halt auch noch alles. Die hat Führerschein bezahlt gekriegt, Auto, und die kriegt halt wirklich alles. Die muss nichts bezahlen zu Hause. Und dann kann die doch wenigstens mal, wenn wir dann mal Stammtisch haben, halt wenigstens mal so sein, dass du dann auch mal eine Runde gibst. So sehe ich es auch. Und wir hoffen, dass es demnächst, wann ist der nächste Stammtisch? Mittwoch. Ja. Also was heißt, also morgen oder wie? Ja, genau. Morgen. Hoffen wir, dass es gefruchtet hat und dass sie morgen so eine richtig große Runde schmeißt. Ja, wir haben das jetzt notfalls auch noch auf Kassette aufgenommen, das können wir ihr dann ja auch noch vorspielen. Genau so, dann hat der Stammtisch dann seinen Spaß. Ja. Liebe Melanie, viel Spaß und grüß mir die Mädels alle. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Unser Thema, ihr Lieben, heißt Geiz. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die extrem geizig sind. Oder mit Leuten reden, die in ihrer Umgebung, so wie es gerade Melanie erzählt hat, einen richtigen Geizkragen sitzen haben und vielleicht doch oft sehr provoziert sind. Ich finde, Geiz ist nicht geil. Ich finde diesen Ausspruch, wie ich gerade schon gesagt habe, fürchterlich. Aber es gibt sicher Menschen, die sagen, nur so kommt man durchs Leben und so kann man Anschaffungen machen und so weiter. Also, das ist unser Thema heute Nacht. 0800 5678 111. Und ihr könnt uns auch mailen unter 1live.domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt oder faxt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann zurückrufen können, wenn wir das wollen. Sonja! Sonja Hallo. Ist jetzt hier, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Ja. Bist du geizig? Ich bin geizig, Du bist geizig. Ein bekennender Geizkragen. Ja, kann man so sagen. Erzähl mal, wie sich das so bemerkbar macht bei dir. Ja, es macht sich bei vielen Dingen bemerkbar, bei, ob es beim Essen ist, also mit Süßigkeiten, bei Geld, wie gesagt schon vorher, Getränke in der Disco ausgeben, auch Klamotten, also das Typische halt, was so anfällt. Lebst du alleine oder lebst du noch bei deinen Eltern? Noch, oder mit dem Freund? Noch mit meinem Vater zusammen und ab 1.4. dann meine eigene Wohnung. In der eigenen Wohnung. Und verdienst du dein eigenes Geld schon? Ja, ich bin in der Ausbildung. Ja, da verdient man nicht so die Menge. Nee, ich kriege von meinem Vater Zuschuss. Aha, also im Prinzip ist gar nicht so wenig Geld da. Nee, eigentlich nicht. Warum bist du so geizig und sparsam? Ich weiß nicht, also von meiner Cousine und von meiner Freundin kriege ich immer zu hören, so von wegen verwöhntes Einzelkind, weil ich bin Einzelkind und musste halt nie teilen, weil ich immer alles bekommen habe, das alles, was gekauft wurde, das war alles meins. Ja, aber es gibt viele Einzelkinder, die durchaus sehr großzügig sind, auch deshalb. Also ich glaube nicht, dass das die Ursache ist. Weiß ich nicht. Also meine Cousine und meine Freundin, die meinen das halt. Was meinst du denn? Ist das für dich irgendwie auch so ein Lustgefühl, zu sparen, immer so auf die Pfennige zu gucken? Wenn es mich selbst betrifft, eigentlich nicht. Aber also wenn ich andere was geben soll. Ach so, dann hast du Spaß, wenn es nur wenig ist. Ja, dann kommt mir alles so viel vor, dann denke ich mal, die wollen direkt ein halbes Vermögen von mir. Aber du bist, also das muss man auseinanderhalten, du bist auch geizig zu dir selbst, aber noch geiziger anderen gegenüber. Kann man das so sagen? Nee, also zu mir selbst eigentlich nicht. Also ich schmeiß mein Geld in vollen Händen eigentlich aus. Ach so, du hast gerade gesagt, mit Süßigkeiten und nee, Disco und so. Mit Süßigkeiten gegenüber andere. Ach so, gegenüber anderen. Ach so, du schmeißt dir gerne was rein, aber bietest mal nicht an bei einem. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Schule bin, dann entwickle ich immer so kleine Tricks. Dann gehe ich zum Kioskstand und kaufe mir jetzt zum Beispiel irgendeine Tüte Feingummi oder M&M und die reise ich mir vorher auf und dann stecke ich sie mir so in der Tasche und bediene mich ab und zu immer mal. Immer so heimlich. So, dass keiner was sieht, dass ich was habe, damit ich erst gar nicht fragen muss, von wegen in der Runde, wer will denn gerne mal. Das kriegen natürlich, wie du gerade auch schon gesagt hast, deine näheren Leute, Verwandte oder Freunde kriegen das mit. Meine Cousine und meine beste Freundin, die haben das schon mitbekommen. Und die beste Freundin, ist die nicht sehr genervt? Weil das ist doch eigentlich auch mal eine Beleidigung ihr gegenüber. Ja, klar, weil sie gibt mir wirklich immer und das ist es ja auch. Wenn man mir nicht gibt, bin ich sauer. Ach, das auch noch. Ja, das heißt, aber ich bin dann einfach nur ein bisschen gedrückt. Ich sag dann, boah, finde ich jetzt nicht gut und so. Und
Aber ist ja schon alles in Schräglage, ne? Ist nicht in Ordnung, Sonja. Ich weiß. Ne? Ich meine, ist ja schon mal toll, dass du das so für dich feststellst und das auch so bekennend sagst. Ja, ich würde es auch gerne ändern, nur es ist schwer. Ich habe echt mal mir eine Tüte gekauft so in der Schulbude und dann habe ich mal wirklich in der Runde gefragt, wer möchte was, aber dann habe ich innerlich so gebetet, so von wegen, hoffentlich will keiner was. Das ist ja unglaublich. Du hast Angst, dass die dir das dann wegessen können und du nicht genug für dich hast. Andererseits hast du genug Geld, um dir vielleicht dann noch eine Tüte zu kaufen. Genau. In der Regel nehmen die Leute ja auch nicht alles weg, sondern nehmen dann ein Gummibärchen oder irgendwas, was du gekauft hast, und dann ist es gut. Ne? Das ist aber meistens dann so eine große Runde und dann, wenn wirklich alle wollen, dann ist die Tüte wirklich leer. Hast du schon einen Freund gehabt, eine Beziehung? Ja, habe ich auch. Im Moment auch? Im Moment nicht, nein, aber habe ich gehabt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es in einer Beziehung, in einer Partnerschaft auch zu großen Konflikten kommt, wenn der andere vielleicht normal ist und relativ freigeberisch und großzügig und du eben nicht. Ja, das stimmt. Auch so geschenkemäßig auch, ob das jetzt beim Freund ist oder bei Eltern. Das mein heißt, Vater, der hat ja jetzt auch eine neue Beziehung. Meine Mutter ist vor knapp 5 Jahren gestorben. Ich habe eine Freundin, die selbst bringt 2 Kinder mit und dieses Jahr hatten wir zum ersten Mal Weihnachten oder besser gesagt letztes Jahr und da habe ich echt einen Schock bekommen, weil auf einmal meine Geschenke kürzer geworden sind. Ach so. Und dann habe ich erstmal geguckt und gedacht, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Da habe ich mein Vater echt zu Rat gezogen, so von wegen, warum das denn jetzt so ist und so. Er meinte also, wir müssen jetzt alle teilen. Und das ist nicht deine Welt. Nee. Lässt du dich denn von deiner besten Freundin zum Beispiel am Geburtstag auch gut beschenken? Beschenkt die dich? Ja, ist doch, Kleinigkeiten kriege ich, ja. Ja. Und machst du ihr, wenn sie Geburtstag hat, auch ein Geschenk? Nicht immer. Nicht immer? Nee. Dann passt aber auch, Sonja, dass diese Freundin vielleicht, da kann es aber sein, dass diese Freundin nicht mehr lange deine beste Freundin ist. Ja, ich weiß. Ich würde also, gerne erinnern. Ich sag dir, ich glaube, du bist jetzt 20 Jahre alt, dass man das in dem Alter, wenn man das wirklich will, noch verändern kann. Aber nur indem man auch wirklich radikal zu sich selbst ist und immer sich zu dem zwingt, was man eigentlich gar nicht will. Ne? Wie du es auch schon mal angefangen hast, dass du dich wirklich zwingst, die Tüte Bonbons oder was du gekauft hast, wirklich aufzuhalten und zu sagen, hier wollt ihr was. Dass du dich dazu zwingst, immer ein schönes Geschenk, ein ordentliches Geschenk für deine Freundin zu kaufen zum Geburtstag oder auch für deine Familie. Das nehme ich mir jedes Mal vor. Ja, das musst du auch. Ich mache mir heute immer so große Versprechungen von wegen, ach, Weihnachten oder Geburtstag ist von mir so ein tolles Geschenk. Du glaubst gar nicht, Sonja, wie unsympathisch du vielleicht dann in einigen Jahren rüberkommst bei den Leuten, wenn sich das erstmal richtig verfestigt hat. Sehr unangenehm. Und ich glaube, dass alle Leute das so empfinden, die es dann mit dir zu tun haben. Und, ja, ich hoffe immer, dass das nicht so weit kommt. Weil nee, aber das fällt nicht vom Himmel. Das musst du richtig, das musst du bewirken. Und das kannst du nur, indem du immer und immer wieder versuchst. Und ich garantiere, wenn du es ein Jahr versucht hast, wird es dir nach einem Jahr schon leichter fallen. Und es wird immer leichter fallen. Wenn du es aber nur, du musst es wollen. Ja, wie aber gesagt, ich will es wirklich. Ja, du musst es auch aber tun. Aber nur diese Überwindung, die kostet halt sehr viel. Aber ich finde es schon mal ganz gut, du bist sehr selbstkritisch. Ja. Und das ist schon mal der erste Schritt zur Besserung. Und also jetzt musst du halt nur noch weitergehen, das ist es. Ja, ich hoffe es. Liebe Sonja, damit du kein Geizkragen wirst, wenn du älter bist. Alles Gute. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Thema Geiz. Ich will mit Geizkragen. Kragen reden und habe jetzt den Timo. Timo ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Timo. Ja, also ich fange mal ganz sachte an. Also es geht darum, ich habe eine gewisse Summe Geld gewonnen. Gefunden? Gewonnen. Gewonnen? Gewonnen, ja. Wie viel? Ja, das möchte ich jetzt hier eigentlich nicht weiter breitreden, aber es ist halt so, dass es eine richtige satte Menge Geld ist. Eine satte Menge Geld, worüber wir uns alle sehr freuen würden. Ja, klar. Und ich bin auch sehr erfreut darüber, habe auch schon sehr viel Geld verloren durch Aktiengeschäfte und durch, sagen wir mal, Immobilienhaie und so weiter. Darf ich noch, ich will dich jetzt nicht nageln mit der Summe. Ich verstehe, wenn du sagst, dass du das nicht... Es waren mehrere Millionen. Es waren mehrere Millionen? Ja. Und wow. Wo hast du das gewonnen? Das ist im Lotto. Im Lotto? Im normalen Lotto? Im normalen Lotto, ja. Und das ist auch das erste Mal, dass ich mit jemandem so offen darüber spreche. Heute hier live beim Äther. Und
Meine Freundin sagt halt, ich wäre geizig. Also ich meine, es ist natürlich auch sehr viel Geld verloren gegangen durch dem, was ich vorhin erzählt habe. Ja, wie viel ist denn noch übrig? Ja, es sind immer noch mehrere, aber man kann, wenn ich jetzt vernünftig bin, kann ich mein Leben lang davon leben, sag ich mal. Ne? Ja, was und, schon eine tolle... und auch relativ gut leben, sag ich jetzt mal. Was ja schon eine tolle Sache ist, ja, worum klar. dich eigentlich die meisten wahrscheinlich beneiden. Aber das Problem ist halt, und dass ich damit nicht leben kann, dass meine Freundin sagt, ich wäre geizig. Stimmt es denn, was die Freundin sagt? Also ich kann es nicht bestätigen, aber vielleicht hat sie recht. Ich weiß es nicht. Na gut, aber sie muss es ja auch begründen, wenn sie so einen Vorwurf macht. Ja, sie sagt halt, wir gehen halt mehrere Mal die Woche essen in Griechen und so weiter. Und dann sagt sie halt, ja, übernimm doch mal die Rechnung an. Und dann sage ich, nee, sehe ich gar nicht ein, du hast doch auch Geld. Was macht die Freundin denn vom Beruf? Die ist im Moment arbeitslos. Ach, die ist arbeitslos. Ja. Und du bist Millionär. Ja. Und dann sagst du, dass das Mädel das Essen bezahlen soll. Spinnst ja, du? Ja, was heißt bezahlen soll? Ich sehe nicht ein, dass ich alles übernehmen soll. Doch, das sehe ich aber sehr wohl ein. Ja? Ja, na klar. Ja, ich weiß nicht, also... Na hör mal, wenn du wirklich so viel Geld geschenkt bekommen hast, sozusagen, durch eine Lotterie, und du mit einer Frau zusammen bist, die im Moment nicht viel Geld hat, nur arbeitslos. Doch, die hat auch Geld. Ja gut, das aber wahrscheinlich... Ja. Viel? Das, sehr viel? Das sind halt, ja, das sind halt so die üblichen Ersparnisse, ne? Ja. Ja. Aber das ist doch gar kein Thema, dass man dann, eigentlich müsstest du alles und immer bezahlen, das ist doch normal, wenn man so viel Kohle hat. Da würde ich mich, ohne jetzt noch nähere Einzelheiten... Ja, es ist auch so, dass ich versuche, viel Geld einzusparen, durch wenn ich jetzt merke, die Versicherung ist billiger und die ist günstiger, dann versuche ich immer da zu wechseln und so weiter. Ne? Warst du denn, bevor du diesen Lottogewinn gemacht hast, auch schon so? Oder bist du durch den Lottogewinn sparsam geworden? Ich bin dadurch so geizig geworden. Bist du da... Generell durch den Gewinn so geizig geworden oder dadurch, dass du auch große Verluste gemacht hast? Dass durch ich große Verluste gemacht habe in erster Linie, klar. Mhm. Ne? Also ist jetzt die Panik, vielleicht irgendwie alles zu verlieren und dann überreagierst du vielleicht. Und dann vielleicht mit leeren Händen dazustehen. Ja, ja. Und das ist vielleicht... Es ist ja auch okay, dass man klug da rangeht und das nicht mit vollen Händen rauswirft. Ja. Aber ein Essen beim Griechen zu bezahlen oder immer wieder zu bezahlen, ist ja eigentlich, sollte kein Thema sein. Sollte eigentlich kein Thema sein, aber... Wie lange hast du dieses Geld schon? Das ist, vor 2 Jahren war das Ganze. Mhm. Also es war noch D-Mark damals. Ja, so. Nun ist es ja nicht nur bezogen wahrscheinlich auf das paarmalige Essen gehen in der Woche. Wie ist es mit... Es geht auch um Klamotten, um... Sachen, die man irgendwo bestellt und so weiter. Und ich sehe nicht ein, dass meine Freundin dann Sachen bestellt, ein ganzer Haufen meinetwegen, irgendwie ein paar tausend Mark, und ich soll es dann zahlen. Also das sehe ich irgendwie nicht ein. Und dann sagt sie, ich bin geizig. Also das kommt irgendwie nicht hin. Also man muss natürlich... Da sollte sie mich wenigstens vorher mal fragen. Dann würde ich ja vielleicht sagen, okay, dann mach das doch. Gut, das sehe ich auch so. Das ist natürlich klar. Aber ich wollte gerade auf was anderes hinaus. Wie ist es mit dem Thema Urlaub? Wart ihr jetzt, nachdem du so viel Geld gewonnen hast, schon mal... Wir waren schon öfter weg, ja. Ja? Und bezahlst du das dann? Das bezahle ich, Das bezahlst du? Ja. Deswegen kann ich auch nicht sagen, ich meine, das ist ja auch nicht gerade billig. Nee. Und da muss ich dann auch schon sagen, also, wo bin ich da dann noch geizig, ne? Ich meine, nur wenn ich dann mal sage, kannst du bitte dann essen... Ich meine, andere müssen auch sehen, dass sie klarkommen, ne? Also, ich will dir sagen... weniger Geld, ne? Ich will dir sagen, mit dem Essen stehe ich auf der Seite von deiner Freundin. Ich finde, das könntest du eigentlich immer bezahlen. Ich stehe auf deiner Seite, wenn du erzählst, die Freundin bestellt einfach für mehrere tausend Mark oder Euro aus irgendwelchen Katalogen was, ohne dich auch noch vorher zu fragen. Das ist natürlich klar, das geht nicht. Ja. Was fordert sie denn eigentlich auch noch mehr? Will sie auf größerem Fuße leben? Wir leben auf großem Fuß. Das ist eindeutig. Und also wir kaufen was das Zeug hält. So, ne? Wer weiß das denn überhaupt von einem Lottogewinn? Normalerweise halten die Leute ja sich immer so bedeckt, die so. Das wissen eigentlich sehr wenige, aber wahrscheinlich werden jetzt einige meine Stimme erkennen. Ich weiß es nicht. Also. Wie bist du denn dann anderen Leuten gegenüber? Also der Familie, ich weiß nicht, ob deine Eltern noch leben oder ob du Geschwister hast oder näher. Ja, die haben ihr Geld bekommen, das ist alles geregelt. Achso, du hast denen sogar einen Teil Geld geschenkt. Ja. Das sind prozentual wahrscheinlich 10 oder noch mehr Prozent. Gut, das ist ja auch sehr nobel. Ja. Doch, denke ich schon. Also wie viele Leute haben Geld bekommen? 1, 2, ja so. Insgesamt vielleicht 5, 6 Leute. Also es sind auch Leute dabei, die haben sich danach einfach von mir abgewendet. Die haben gesagt so, tschüss, ich habe das Geld und jetzt bin ich weg. So. Ehrlich? Ja. Das ist schon... Das macht einen natürlich auch skeptisch, ne? Ja, aber ich denke mir halt so,
daran habe ich gemerkt, das sind keine richtigen Freunde. Also ein Freund ist für mich einer, wenn ich ein wenig Geld habe oder viel Geld habe, das ist... Ja, klar. Das ist, ne? Ja, klar. Was hast du vorher beruflich gemacht? Ich war im Büro tätig. Und jetzt bist du Privatier, oder was? Ja, jetzt bin ich halt mein eigener Chef, ja, kann man sagen. Ja. Ne? Also ich habe... Nicht schlecht, ich gratuliere dir, das ist eigentlich ein tolles Leben, oder? Ja, das ist was oder, heißt ein tolles oder, Leben. Oder langweilst du dich manchmal auch? Dass ich du langweilige mich, also weil man kann nicht immer in Urlaub fahren oder man kann nicht immer ins Geschäft gehen und sich da die tollsten Sachen kaufen. Ja, ja. Ich mache mir auch Sorgen darüber, ne? Wie es weitergehen soll. Ja. Ne? Ja, oder du machst dich selbstständig, machst selbst ein kleines Geschäft auf, oder? Ich weiß nicht, ob ich das, könnte ich machen. Aber also, dass es gar nicht in erster Linie um das Geld geht, sondern um deine Tätigkeit, damit du ein Erfolgserlebnis auch hast und eine befriedigende Arbeit. Ja. Also ich glaube auch, dass man am Anfang wahrscheinlich immer dass die Leute ganz glücklich sind, wenn die viel Geld gewinnen. Und das, irgendwann das kommt war ich anfangs auch und ich dachte, wow, jetzt liegt dir die Welt zu Füßen. Du hast Frauen, du hast Autos, du hast bla bla bla, aber es sieht im Endeffekt ganz anders aus. Was hast du dir denn so als erstes großes, luxuriöses gegönnt? Das war eigentlich ein Auto und danach dann kamen so die kleineren Sachen, halt wie Computer, Wohnzimmereinrichtung und die ganzen Sachen. Kein Haus, keine Villa irgendwo? Nee, ich wohne zur Miete. Du wohnst zur Miete noch? Ja. Ach, warum? Ja, was soll ich mit dem Haus? Naja, da kannst du... Ja, okay, ein Haus ist aber immerhin viel größer und macht Arbeit und dann sehe ich auch nicht ein. Also, was für ein Auto hast du dir gekauft? Das war ein BMW. Ist ja auch noch im Rahmen des... Ja, ist aber natürlich dann mit allem Pipapo, ne? Was für eine Klasse, BMW? 525. Ja. Ja, gut, das war noch... Okay, also für einen... Ja, BMW. Aber ich denke mir, ich habe natürlich auch sehr viel Geld gespendet, ne? Ja. Und dann denke ich mir, warum soll ich mir jetzt da ein Ferrari kaufen und andere hungern oder streiten sich ums Geld, ne? So, also, wenn das alles so stimmt, wie du es mir gerade gesagt hast, finde ich, dass es eigentlich im grünen Bereich ist, abgesehen von den paar Mal Griechen essen gehen, finde ich das ja völlig in Ordnung, wie du es handhabst. Vielleicht übertreibt deine Freundin da auch ein bisschen oder du bist auch vielleicht ein bisschen zu hysterisch, dass du Angst hast, dass das Geld irgendwie weggeht. Ich glaube nicht, dass du so ein richtiger Geizkragen bist. Nee, bin ich auch nicht. Nee, glaube ich nicht. Glaub ich aber ich muss halt aufpassen, dass ich meinen späteren Lebensabend nochmal genießen kann. Ne? Ja, aber da hätte ich jetzt auch keine Sorge nach dem, was du erzählt hast. Es wird schon genügend da sein und du wirst das nicht mit vollen Händen machen. Wenn du noch zur Miete wohnst nach einem so großen Lottogewinn, ist das schon verrückt. Timo! Der eigentlich kein Geizkragen ist. Ja, ich danke dir. Tschüss, Timo. Bernd, 17 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. 17 Moin. Jahre alt. Ja. Und schon ein Geizkragen? Nein, ich nicht. Nee. Sondern? Mein Vater, der ist ein ganz schöner Geizkragen, so. Erzähl mal. Ja, also, das geht also, ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Egal. Also das geht so los, also zum Beispiel, ich habe mir letztes Mal eine Pizza im Ofen gemacht und dann hat er mich ganz schön angeschrien und sowas, hat er voll den Stress geschoben. So. Warum? Und weil ich mir die in eine Mikrowelle machen sollte. Weil der Ofen... Weil das im Ofen viel zu teuer ist. Ach. Und in der Mikrowelle schmeckt ja ein Scheiß. So. Geht das überhaupt, Pizza in der Mikrowelle? Ja, so weiß ich auch nicht. Matschig in der Mikrowelle? Also ich stecke ja auch... Ja, ich steck die auch in den Backofen. Bitte? Ich steck die auch in den Backofen. Ja, so gehört sich das auch. Ja. Und mein Vater schiebt da voll den Stress. So. Oder der läuft schon seit, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre das sind, 2 oder 3 Jahre, läuft er mit seinen gleichen paar Schuhen rum, die total ausgelutscht sind. Und weiß nicht, wir sagen schon, also meine Mutter und ich, wir sagen, der soll sich mal neue kaufen. Bist du der Einzige, das einzige Kind? Ja. Ja. Nun gut, was er für Schuhe anhat, ist ja seine Sache. Ja, aber die sind doch total ausgelutscht. Also damit kann man nicht mehr rumlatschen. Das geht gar nicht mehr klar. So. Aber außer dem Beispiel jetzt mit der Pizza, wenn er so ein Geizkragen ist, musst du doch noch viele andere Sachen erlebt haben, auch in den letzten Jahren, als du noch kleiner warst, als du Kind warst, wo er knauserig ist. Das geht auch mit dem Licht zum Beispiel. Wenn ich jetzt irgendwie was lesen möchte oder was, dann sagt er, ich soll das Licht ausmachen. Ach. Und ich darf bloß kein Licht anhaben. So. Ja. Weil das ja zu teuer wäre, sowas. Beschenkt er dich zu Weihnachten, zum Geburtstag, ordentlich, oder ist das auch... Ja, da geht das wohl los, so. Da geht das wohl. Da geht's? Ja, auf jeden Fall. Oder steckt da die Mama mehr hinter, dass die das einkauft? Ja, das glaube ich ja auch. Also die Mutti ist nicht so geizig? Ja, nein, meine Mutter auf gar keinen Fall. Die ist großzügiger. Ja, oder mein Vater, der kauft auch so ein Klopapier, so voll das billige Klopapier. Und, tut's ja auch. Da müssen ja keine Blümchen drauf sein.
Da kann man sich genauso mit Zeitungspapier den Hintern abwischen. Ja, so. Weil es so hart ist, meinst du, ne? Ja, das ist ja, meine Mutter regt sich da so auch tierisch drüber auf, so dass. Gibt es denn da nicht viel Streit zwischen deinen Eltern, wenn deine Mutter ganz anders ist als er? Ne, meine Mutter guckt da immer weg, so. Mhm. Die sagt da nicht so viel zu. Der läuft rum wie so ein, weiß ich nicht. Das ist einfach unglaublich so. Und der ist so geizig, der war letztes Mal auch, also meine Mutter und ich, wir wollten uns eine neue Zahnpasta, also halt eine Zahnpasta holen. So. Mhm. Und also meine Mutter hat eine neue Zahnpasta gekauft. Und dann hat er sich tierisch drüber aufgeregt, warum meine Mutter denn eine neue Zahnpasta gekauft hat. Weil, also dann, da wäre ja noch was drin gewesen. So. Dann hat er das Ding aufgeschnitten und hat sich dann, ist mit der Zahnbürste da reingegangen und dann. Ja, da hat er das da rausgepult und meinte, hier, guck dir, was viel da denn noch drin ist und so. Wobei, das ist ja auch schon alles nicht mehr lustig, ne? Nee. Das ist ja schon sehr nervig. Könntest du sagen, was das Schlimmste ist, wo sein Geiz wirklich schon sehr nervig wird? Das Schlimmste ist oder war, ich hatte mir meinen Fuß gebrochen und ich sollte doch zum Krankenhaus humpeln oder wie auch immer, ja? Weil das mit dem Auto zu teuer wäre. Ja. Also da hört das ja irgendwo schon alles auf. Ja. So. Aber so bist du eigentlich, so bist du ja dann groß geworden. Der war ja immer so wahrscheinlich, ne? Ja. Das kennst du ja gar nicht anders. Wie war das denn, oder wie war oder ist es denn so mit dem Thema Taschengeld? Ist er da auch so knauserig oder schiebt ihm die Mutter dir noch was zu? Ja, da gibt er mir gar nichts. Gar nichts? Nee. Hast du nie Taschengeld bekommen? Nee. Also von meinem Vater nicht. Also von der Mutter dann? Ja. Ist dir das unangenehm, dass dein Vater so ist? Unsympathisch auch? Ja, aber da kann ich ja irgendwo nichts dran ändern. Mhm. Das ist ja die Scheiße. Mhm. Nee, wahrscheinlich nicht, aber man kann ja so eine Meinung haben. Und dadurch kann man ja auch einen Abstand zum Vater kriegen oder zu der betroffenen Person. Ich meine, der Spaß hört nur wirklich auf, als du deinen Fuß krank hattest, ne? Ich meine, der Spaß hörte ja auf, als dein Fuß da nicht in Ordnung war. Ja, also meine Mutter, die ist ja auch ganz schön, also das kann die auch gar nicht ab und ja. Kommen schon einige Streits auf so. Also da kann man eigentlich nur sagen und hoffen, Bernd, dass du dich völlig anders entwickelst. Ja. Und dass du mehr dich auf die Mutter orientierst und nicht zum Vater hin. Und dass du eben kein Geizkragen wirst. Da musst du aufpassen, wenn du jetzt so erzogen worden bist, dass du dir da doch nicht irgendwelche Sachen abgeguckt hast und hinterher bist du genauso. Ja, ich bin ja ganz anders so. Halt, das geht einfach gar nicht mehr so. Mein Vater, der weiß ich nicht, der übertreibt das von vorne bis hinten. Gibt es denn dann zwischen, ich habe gerade gefragt, ob es einen Streit zwischen den Eltern gibt, gibt es denn zwischen dir und deinem Vater deshalb auch schon mal einen heftigen Streit? Jo. Wie hast du denn da reagiert, als er dich nicht mit dem Auto ins Krankenhaus fahren wollte? Ja, da meine Mutter hat dann auch schon ganz schön Stress so geschoben so. Und dann ging das wohl, also dann hat meine Mutter mich hingefahren. Dann gab's dann noch Streit zwischen den beiden so. Macht es dir Spaß, deinem Vater, wenn der so geizig ist, zum Beispiel Geschenke zu machen zu Weihnachten oder zu seinem Geburtstag? Nö, da schenke ich ihm gar nichts. Schenkst ihm gar nichts? Nö. Hast du gar keinen Bock drauf? Nee. Ja, kann ich verstehen, ja. Da gibt's noch zig andere Beispiele, aber das kann nicht sein, so das. Nee. Also wir hoffen, und das hört sich ja so an, dass du nicht so wirst und dich nicht so entwickelst. Ja, ich bin ja nicht so. Also ich gebe da, wo ich geben kann und das ist halt auch, weiß ich nicht, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, nur, also wie man so sein kann. Ja, ist auch eine gute Einstellung, richtige Einstellung, finde ich. Ja. Wenn das auch, also für jeden oder ist egal, wer das ist, da gebe ich halt alles so. Lieber Bernd, danke für deinen Anruf, alles Gute. Ja, hau rein. Tschüss, mach ich. Ja, tschüss. Ciao. Die Telefonnummer nochmal, 0800 5678 111, Thema bei uns heute Nacht Geiz. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die sehr geizig sind oder mit Leuten, die in ihrem direkten nahen Umfeld einen sehr geizigen Menschen haben und eigentlich auch damit nicht so richtig zurechtkommen. Ich könnte es nicht. Also für mich ist es durchaus ein Grund, mich von einem Menschen zu trennen oder auf große Distanz zu einem Menschen zu gehen, wenn ich mitbekomme, wenn ich wittere, dass der sehr geizig ist. Weil ich glaube, ich habe es vorhin ja schon gesagt, dass man ab einem bestimmten Alter jemanden auch gar nicht mehr großartig verändern kann. Und das ist so ein... Ich glaube auch übrigens, dass jemand, der in materiellen Dingen geizig ist, dass diese Leute auch in emotionalen, in Herzensangelegenheiten sehr geizig sind und da gibt es dann gar kein Zueinander. Also ich finde es äußerst unsympathisch.
Ich bin gespannt auf meine weiteren Anrufer, auf Rolf. Und Rolf ist 59 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Rolf. Ja. Reden wir über dich jetzt oder über einen anderen Geizkragen? Ja, über einen anderen Geizkragen. Über meinen Schwiegervater. Aha. Der sehr alt geworden ist, aber der einen absoluten Altersgeiz hatte. Mhm. Was? Also Altersgeiz hast du? Altersgeiz, ja. Das heißt, früher war nicht so? Das ist eine Krankheit irgendwie. Das ist nicht eine anerkannte Krankheit, das ist eine Krankheit. In welchem Alter fing das bei dem an? Der, in 74, wo er war selbstständig. Mhm. Ich fange von vorne mal an. Er war früher im Krieg, ja. War 4 oder 5 Jahre in Russland in Gefangenschaft. Ja. Und dann kam er wieder, hat sich selbstständig gemacht und war auch sehr erfolgreich, hat auch sehr viel Geld verdient und hat auch sehr viel Geld gehabt. Mhm. Und dann im Rentenalter fing das an. Dann wurde das immer weniger. Dann hat er zum Beispiel Rinderknochen dreimal ausgekocht, dann stand immer auf den Dosen einmal, zweimal, dreimal ausgekocht. Was heutzutage sehr gefährlich ist. Die sind mit 10 Mark oder 10 Euro oder 15, 17 Mark in der Woche mit 2 Personen ausgekommen. Obwohl genügend Geld da war und sie wohlhabende Leute waren. War genug da, ja. War ohne Ende da. Die, der hat zum Beispiel 20 Jahre meine getragenen Hosen aus dem Keller geholt oder Jacken und Pullover oder Hemden. Mhm. Und hat die dann weitergetragen und war sehr stolz darauf. Wie hat denn die Schwiegermutter darauf reagiert? Wie ist die damit umgegangen? War die genauso drauf dann oder hat die nein, die hat sich gewehrt. Die hätte gerne eine Mark ausgegeben, so. Aber sie durfte nicht, wenn der irgendwie mental gesehen hatte, was sie gekauft hatten oder meine Frau gekauft hatte mit ihr zusammen. Ja. Zum Beispiel, wenn die mal einen Pfund Weintrauben mitgebracht haben zur Stadt und die mochte gerne, die meine Frau noch bezahlt hatte, dann hat er geschimpft, da hat er fast eine halbe Stunde geschimpft über dieses unnütze Geld ausgeben. Ne? Unglaublich. Wie hoch war denn so sein Sparvermögen damals, so ungefähr? Was habt ihr geschätzt? Ja, im Millionenbereich. Im Millionenbereich? Ja. Im Millionenbereich. Und dann kauft er sich keine Weintrauben und kocht die Rinderknochen mehrfach aus. Sag mal noch mehr Beispiele, damit man sich das besser vorstellen kann. Vielleicht auch die dich oder euch betroffen haben. Wo war er am geizigsten sonst noch? Ja, nur im Essen. Zum Beispiel, wenn wir mal rausgefahren sind. Ich meine, die Schwiegermutter war sehr lieb. Mhm. Und dann sind wir mal rausgefahren, den Kaffee trinken. Ich meine, okay, das kostet heute mal im Ausflugslokal eine Mark 80 Euro. Mhm. Dann ist er bockig vor der Tür stehen geblieben und hat gesagt, nein, das kriegen wir zu Hause für 15 Pfennig oder 15 Euro. Mhm. Kostet eine Tasse Kaffee. Und schon war die Sonntagsstimmung kaputt, ne? War immer schlimm. Also es war immer schlimm. Mhm. Es ging nur um Geld. Und ihr müsst sparen. Könnt ihr mir vorstellen, dass, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass da vielleicht eine Million auf dem Konto liegt, dass man da als Schwiegersohn oder dann auch als Tochter, im Fall deiner Frau, irgendwann, also wirklich die Faxen dicke hat, ne? Und richtig aggressiv auch auf den alten Herrn wird. War das so bei euch? Ja, ich habe mich vor einigen Jahren schon abgekapselt. Meine Frau hat dann für ihre Eltern noch gesorgt, weil es waren ihre Eltern. Mhm. Aber ich habe ihr immer gesagt, bleib weg da, das hat keinen Zweck. Mhm. Weil dieses Extreme, das ist unvorstellbar. Ne? Lebt der alte Mann noch? Der ist mit 89 Jahren gestorben, im 2001, und die Frau ist an Demenz gestorben, auch 2001. Was ist denn jetzt mit dem vielen Geld passiert? Habt ihr es wenigstens geerbt? Ja, wir haben ein bisschen, meine Frau und da war noch ein Sohn, und der hat natürlich alles geerbt. Der kam einmal im Jahr, hat ein bisschen schön Wetter gemacht, und der ist dann... Ach, der Halleluja, weg damit. Der hat alles geerbt? Ja. Alles. Ihr gar nichts? Gar nichts. Mhm. Nee. Ja. Er hat meine Frau beschimpft, die ihm wirklich geholfen hat, selbst gebrauchte Hosen, der Mutter Teile, schöne Pullover mal gekauft. Ich meine, wir sind auch nicht die Reichen gewesen, aber ein paar Teile kostet ja nicht viel heute, wenn man heute in den Laden reingeht. Ja. Aber dann hat er noch geschimpft, braucht nicht sein, muss ich sein und so weiter und so weiter. War denn das Verhältnis zu dem Schwiegervater früher besser oder gar gut? Ja, meinerseits nie, aber meine Frau hat sich jetzt 12 Jahre drum gekümmert, die letzten Jahre. Mhm. Und war dann während des Selbstständigseins auch 7 Jahre im Laden. Mhm. Hat auch für 0 Mark gearbeitet. Mhm. Aber dein Verhältnis war nie so gut zu ihm? Nein. Auch nicht ganz früher?
Nein. Ich war immer der Geldausgeber, ich gab zu viel Geld aus und wenn ich mir mal ein neues Auto gekauft hatte, dann muss das sein und muss das sein. Ja. Aber es ist ja schon sonderbar, wenn du sagst, dass das im Alter von, du sagst gerade 74, ne, so ungefähr angefangen hat. Und wenn er vorher war er relativ normal in Sachen Geld. Das ist ja wirklich verrückt. Warum ist das so? Ja, ich habe mir sagen lassen von einigen Leuten, also auch von Psychologen und so weiter, die sagen, dass im Alter meint man, wenn mal wieder ein Krieg kommt oder man stirbt oder da ist kein Geld mehr da. Ne? Also, ich habe sowas noch im Verwandten- und Bekanntenkreis noch nie erlebt. Ich habe immer erlebt, wenn Leute in ihrem Leben großzügig waren, waren die das bis zu ihrem Tod, bis ins Alter. Und wenn Leute im Leben schon geizig waren, so die wurden dann noch geiziger, wenn sie alt wurden. Aber sowas, wie du es gerade beschrieben hast, kenne ich nicht. Vielleicht mag es das geben, aber... Nee, also so extrem war er früher nicht. Mhm. Aber dann gab es, nach der Selbstständigkeit war es ganz extrem. Wo er ins Rentenalter kam, da meinte er immer, die Rente reicht nicht und wir kommen nicht rüber, obwohl er von der Rente nur ein Drittel gebraucht hat, noch immer. Ja, also bist du auch reichlich bedient in Sachen geizige Leute, ne? Ja, geizige Menschen. Also wir haben super diskutiert und so weiter, er meinte immer, das muss nicht sein, und wenn man mal eine neue Hose und ein neues Hemd gekauft hat, hast du schon wieder was Neues an und so weiter, musst du das sein und so weiter. Das ist so absurd, ne? Wenn man sich da in die Psyche dieser Leute mal hineindenken könnte, die haben eine Million auf dem Konto oder noch mehr, haben schon ein gutes Alter erreicht, können es sowieso nie ausgeben. Wozu sparen dann noch, ne? Das ist echt absurd, ne? Eigentlich sollten die denken, Mensch, ich gönne mir jetzt das Schönste noch für meine restlichen Tage und lass auch meine Familie daran teilhaben, haben wir es alle schön, alle gut und alles ist in Ordnung. Naja. Ich kaufe dann, wenn ich einen Kasten Wasser kaufte, da kam die den ganzen Monat mehr raus. Und wenn ich dann am einen Abend eine Flasche Wasser getrunken hatte, hat er mich sehr böse angeguckt. Unglaublich. Ja, ist wirklich. Wolf, danke für deinen Anruf. Gut. Alles, Abend noch. Alles Gute dir auch. Tschüss. Jo. Kerstin, 27 Jahre alt. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Jürgen. Ja, Geiz heißt das Thema. Ja, ich möchte vorab noch gern sagen, dass ich mich freue, dass deine Leistung jetzt endlich honoriert wurde mit dem Bundesverdienstkreuz. Dankeschön. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Und dann möchte ich noch sagen, du hattest mir vor kurzem, wir hatten telefoniert zum Thema Gerüche, hattest mir von deinem Parfum vorgeschwärmt. Ja. Ich habe es mir jetzt angerochen. Und? Ja, es ist nicht mein Geschmack, aber ein sehr interessanter Geruch. Ja. Okay, sehr intensiv. Nur das vorab. Ja. So, zum Thema Geiz. Ja, genau. Und zwar, meine Mutter ist, naja, nicht unbedingt extrem geizig, aber was Geldangelegenheiten angeht, doch schon sehr, ich sag mal, ich bin ein freizügiger Mensch. Ich bezahle auch gern mal anderen was und mache auch gern mal teure Geschenke, obwohl ich es mir eigentlich nicht leisten kann. Mhm. Und bin eigentlich so ein bisschen enttäuscht von meiner Mutter, weil, ich sag mal, als Beispiel, wenn ich einkaufen gehe und meine Mutter sagt, bring mir das und das mit, und von mir aus kostet das, was weiß ich, 4,50 Euro. Mhm. Und ich sage dann, ja, hier, lass gut sein. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich dann sage, bringst du mir was mit, dann rechnet die mir das wirklich aus Heller und Pfennig vor. Mhm. Und war sie immer schon so? Ja, also ich habe es früher nicht so empfunden. Oder vielleicht nicht so bemerkt. Das mag sein. Also ich finde es irgendwie auch ein bisschen traurig, weil... Sprichst du sie denn dann darauf an und sagst, Mensch, mal, was soll das denn? Ich bringe dir auch Sachen mit und ich will es nicht zurückhaben. Warum bist du denn also da so kleinkariert? Ich habe das schon zur Sprache gebracht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, sie sieht das so, ich schulde ihr noch was, ja, dafür, dass sie mich großgezogen hat was weiß ich, mich gefüttert hat und so. Also ich muss dazu sagen, wir hatten eigentlich nie viel. Wir sind immer gut ausgekommen, aber ich verglich mich zwar immer mit anderen Kindern und die hatten dann halt ihr neues Spielzeug und ich habe dann einen gebrauchten Scheiß in Anführungsstrichen gekriegt. Ich habe das nicht so als schlimm empfunden, weil ich brauchte nicht so viel. Ja. Aber so ein Verhalten, wie du es gerade beschrieben hast, lässt ja Distanz entstehen, ne? Ja. Zu einem Menschen, selbst zu einem so nahen Menschen wie einer Mutter. Ja. Ne? Denn da würde man es ja gerade vermuten, dass sie sagt, ach komm, lass uns fünf gerade sein, egal. Ne? So ist mein Vater eher. Also der steckt mir dann schon mal nebenher was bei. Also ich muss dazu sagen, ich bin im Moment arbeitslos und krank. Mhm. Das heißt, du kannst es gut gebrauchen auch? Richtig, richtig. Also ich habe schon einen Beruf gelernt, so ist es nicht, aber es ist momentan halt so eine Tieflage, wo ich sage, ich muss auf jeden Fall nicht aufpassen. Aber auf der anderen Seite, ich gebe es auch immer mal für Freunde oder für Geschenke für Freunde gern mal etwas mehr aus, weil ich dann mich freue an dem Ausdruck von denen, wenn die das Geschenk auspacken, ja. Ja, das ist wirklich auch was Schönes, ne? Und mir tut es dann wirklich leid, wenn ich, also nochmal als Beispiel anzugeben, ich war wirklich letztes Jahr 3 Monate im Krankenhaus und das war weit weg von uns. Ich war in Frankfurt, ich komme aus dem Saarland
und hatte dann Telefonanschluss angemeldet und hatte dann gesagt, das ist mir zu teuer, das kann ich nicht, und hatte mein Handy dabei. Und meine Mutter rief mich dann halt von zu Hause auf dem Handy im Krankenhaus an und ich sagte, musst du nicht, brauche ich nicht jeden Tag, ja. Und sie hat es trotzdem getan, habe mich natürlich gefreut. Ja. Ja, und kam dann nach Hause und sie machte mir dann die Rechnung. Nein. Doch. Nein. Doch. Du solltest bezahlen, dass sie dich im Krankenhaus angerufen hat. Genau. Um wie viel Geld ging es da? Ah, das waren nicht große Beträge, aber es ist umso schlimmer. Umso schlimmer. Ja, das waren weiß nicht, 5-6 Euro oder so. Ja, ich habe das natürlich bezahlt, aber ich war so enttäuscht. Ja, wäre ich aber auch enttäuscht. Also, oder also, auch. Das ist auch keine Kleinigkeit. Wenn es sich auch um einen kleinen Betrag handelt, aber eben weil es sich um einen kleinen Betrag handelt, ist es ja eigentlich unglaublich, dass die eigene Mutter das Geld zurückverlangt. Ja, also ich meine, ich denke mal, sie meint es auch nicht böse, sie merkt es einfach nicht. Genau, ja, aber also das möchte ich nicht so entschuldigen. Das ist eine erwachsene Frau, das muss sie eigentlich schon merken. Ja, na also, gut, ich meine, ich habe sie auch öfter darauf hingewiesen, aber ich... Es bringt nichts. Ich werde dann als Schmarotzer dargestellt. Nee, da kann man auch nicht diskutieren, das ist mir schon klar. Nee. Ja, ja. Und sie hat mir das auch sehr, was heißt übel genommen. Ich bin in Geldangelegenheiten und Familienmitgliedern, ist mir das immer so ein bisschen peinlich, weil ich möchte nicht, was weiß ich, die Oma nach Geld fragen müssen oder so. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie Taschengeld von denen gekriegt oder so und das möchte ich auch gar nicht. Aber ich hatte jetzt, wie gesagt, voriges Jahr diese große Operation, die ich auch selbst zahlen musste. Ja. Und es war ein Betrag von 7.500 Euro. Ja. Und ich wusste, dass meine Oma sich das leisten könnte. Mhm. Und es ist mir sehr, sehr schwer gefallen, sie zu fragen. Ich bin trotzdem hin, weil ich konnte ja nicht anders. Und, hat sie es gegeben? Sie hat es gegeben. Ich habe ihr auch von vornherein gesagt, ich zahle das zurück. Ja. Von mir aus, weiß nicht, 100 Euro-weise monatlich. Ja. Ja. Und ich weiß auch, dass sie sagen wird, ist gut, lass gut. Aber sein. Du wärst nie auf die Idee gekommen, zu deiner Mutter zu gehen? Nein. Nie? Nein. Ist deine Mutter eigentlich anderen Leuten gegenüber auch so geizig oder bezieht sich das auf andere Leute? Ja? Warum sind Menschen, grundsätzliche Frage, lass uns mal gemeinsam mal nachdenken, warum sind Menschen geizig? Warum sind manche so? Manche? Ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Gut, ich muss das. Ist das ein ganz übertriebener Egoismus? Haben, haben, haben. Ich. Alles an mich ran scharren. Ich denke mal, das hat auch irgendwo einen Auslöser. Ich meine, wenn du, na gut, das kann man sich auch nicht sagen. Aber ich meine, wenn du nicht viel gehabt hast, ja, und musst auf jeden Fall nicht aufpassen. Nee, es gibt Leute, die so arm sind, aber so großzügig und in ganz armen Verhältnissen aufgewachsen sind und trotzdem immer gastfreundlich zum Beispiel. Nee, das kann man, glaube ich, gar nicht ableiten. Es gibt stinkreiche Leute, die so geizig sind, dass die Balken sich biegen. Nee, ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil ich bin auch selbst nicht so, also jedenfalls anderen Leuten gegenüber nicht. Also bei dir selbst eher schon? Ja, das heißt ja. Wenn ich, sagen wir mal, eine Anschaffung mache, die nicht unbedingt nötig sein müsste. Aber das finde ich auch noch okay. Wenn du sagst, bei mir selbst bin ich ein bisschen sparsam, aber bei anderen Leuten bin ich großzügig. Ja. Finde ich noch okay. Umgekehrt finde ich es viel schlimmer. Ja, also ich finde zum Beispiel, wenn ich weiß, meine Mutter ist eingeladen zu einem Geburtstag, da weiß ich genau, was sie kaufen wird. Egal, was für eine Person das ist. Nämlich meistens entweder ein Blumentopf oder ein Gutschein. Und was für ein Blumentopf? Ein Alpenveilchen. Ja, so in der Art. In der Art, ne? Ja, vor allem, sie rechnet auch auf, ja. Bleibt sie jetzt da bis zum Abendessen oder nur Kuchen? Ah, ja, das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Das ist echt der Hammer. Ich finde das so schlimm. Und da wird genau geguckt, was steht auf dem Tisch. Genau. Damit man selbst hinterher genauso viel oder wenig auf den Tisch stellt. Ne? Richtig. Uah, wie schrecklich. Es ist furchtbar. Ja, ich muss auch manchmal Anschaffungen, so Geschenke oder so, die muss ich vor ihr geheim halten, weil sie das dann nicht verstehen würde. Mhm. Ich habe als Beispiel einem besonderen Menschen voriges Jahr einen Stern gekauft. Also einen richtigen, den kann man per Internet benennen. Ein was? Ein Stein? Einen Stern. Ein Stern. Mhm. Den kannst du benennen. Also das kriegst du ein Zertifikat und mit einem Rahmen und mit einer Sternenkarte. Achso, einen echten Stern im Himmel. Ja, klar. Und das fand ich irgendwie für einen besonderen Menschen ein besonderes Geschenk. Da lag mir viel dran. Und naja gut, das bewegte sich auch in dem Rahmen von 100 Euro. Und ich meine, das mache ich so oft nun auch wieder nicht. Aber wenn die das gewusst hätte, die hätten mir, glaube ich, Ohren abgerupft. Mhm. Also, du kommst eher auf den Papa. Ja, definitiv. Mhm. Gott sei Dank. Mhm. Gott sei Dank. Das ist auch gut so. Kerstin, schön nochmal mit dir gesprochen zu haben. Gleichfalls. Alles Gute, alles Liebe. Dir auch. Tschüss. Wir haben heute Nacht, wie ihr mitbekommt, das Thema Geiz. Am Donnerstag, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, diese Woche, sage ich euch jetzt schon mal, haben wir das Thema die Schattenseiten der Pornografie. Dieses jetzt schon mal als Hinweis. Heute Nacht geht's weiter, die letzte Viertelstunde mit dem Thema Geiz. Und bin jetzt verbunden mit Irene. Und Irene ist 67 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Irene.
zuerst mal Congratulations nachträglich. Danke. Du weißt wozu. Ich weiß, ich danke dir. Ich habe mir beiden Beine ausgefreut für dich. Das freut mich wiederum. Sehr, sehr herzlichen Dank. Dann wollte ich dir einen schönen Spruch erstmal sagen zum Thema Geiz. Bitte. Ein Geizkragen ist ein Mensch, der wie ein Bettler lebt, aus Angst wie ein Bettler leben zu müssen. Mhm. So. Ja. Stimmt. Ja, das ist so. Ja, das stimmt so, ja. Mein Problem ist, dass ich wahnsinnig großzügig bin. Halt, ich wollte gerade sagen, du klingst so, als wärst du überhaupt nicht geizig. Bin ich auch nicht. Ja. Aber trotzdem betrifft das Problem Geiz mich massiv, weil ich, wie ich schon sagte, gegen Freunde, Verwandte sehr großzügig bin. Ne? Und die dich ausnutzen? Macht mir wahnsinnig, Freunde zu beschenken. Ich habe nicht nötig, mir welche zu kaufen. Ja. Die wenigen, ich sag mal, Wahlverwandtschaften, die ich habe, die sind Tag und Nacht für mich da, auch wenn ich von heute auf morgen gar nichts mehr hätte. Aber Irene, inwiefern ist es dann ein Problem mit dem Problem Thema Geiz? Der Geiz gegen mich selbst. Ach so, gegen dich selbst? Ja. Das heißt, du verschenkst alles an deine Leute und gönnst dir selbst nichts? Nichts. Ach. Also ich werde irgendwann verhungern. Och. Und er hofft mir auch so irgendwie in den nächsten Tagen so mal ein Feedback, ob anderen Menschen auch so geht. Weil ich habe ganz klar erkannt, dass das so leicht krankhaftet. So, jetzt lass mich ein paar konkrete Fragen stellen. Ja. Du bist 67 Jahre alt, Rentnerin also. Richtig. Ich arbeite auch noch, ich habe keine Geldsorgen. Gut, darauf wollte ich hinaus. Also es ist genügend Geld nicht da. Nicht reich und nicht arm. Also ich käme aus. Es kommt, ne? Kommt gut hin. Ja. Wo bist du denn bei dir besonders geizig? Wo knappst du ab? Sag mal Beispiel. Was Kleidung in allem eigentlich. Sag mal das Thema Essen. Ich hole mir einen Sack Kartoffeln bei Aldi für die Woche, Margarine und esse dann heiße Pellkartoffeln mit Salz. Ab und zu mal einen Kopf Salat, Obst überhaupt nicht. Ach. Ist für mich also... Wie, halt. Du isst jeden Tag Pellkartoffeln mit Salz? Fast, ne? Ab und zu mal was anderes. Ein Linseneintopf, den verfeinere ich mir dann so ein bisschen von der ganz billigen Dose. Mhm. Oder mal einen ganz billigen, so einen Erbsentopf, ne? Ja. Den verfeinere ich mir dann auch ein bisschen mit Kartoffeln und Zwiebelchen. Keine Leckereien, keine ja, Torten, keinen schönen Wein, nur Likör, mal gar nichts. Absolut nicht. Auch keine Getränke. Der einzige Kaffee. Luxus, Kaffee auch nicht? Keine Getränke. Der absolute Luxus ist dieser Schnellkaffee vom Aldi für 2,99. Ach so. Den leiste ich mir und die dazugehörige Milch. Haarmilch? Nee, da hole ich dann schon, das schmeckt der Kaffee mir nicht. Da bin ich ganz großzügig und hole mir diese Tetra-Packs halt, ne? Die normale Kaffeemilch. Und wo ich aber auch schon immer überlege, ob ich nicht Haarmilch nehmen sollte. Ist die Haarmilch billiger als die frische Milch? Ja, von der Menge her ist es dann im Endeffekt billiger. Und dann trinke ich halt, wie gesagt, Kaffee und Wasser. Kein anderes Getränk. Und wahrscheinlich dann Leitungswasser, kein Mineralwasser. Ja, klar, Kraneberger. Kraneberger. Ja. So, du hast wohnst zur Miete irgendwo? Ich wohne zur Miete, habe eine gemütliche Wohnung. Und schaffst dir in der Wohnung auch nichts an? Brauche ich nicht mehr. Da ist alles da. Ich bin vor 4 Jahren umgezogen und da waren die Möbel nicht mehr umzugsfähig. Und da habe ich mich neu eingerichtet. Oh, das muss aber dann eine große Überwindung für dich gewesen sein. Ja, das war auf Druck von aller Freunden und besonders meiner Tochter. Ne? Weil das hat ja richtig Geld gekostet. Die hat dann kurzerhand mal bestellt und hat gesagt, und wenn du es nicht bezahlst, ist kein Problem, übernehme ich es. Also neues Schlafzimmer, neues Wohnzimmer, Matratzen, alles was man so braucht. Neu. Ja, außer, ich sag jetzt mal, außer einen riesen Schlafzimmerschrank hatte ich wirklich einen schönen mit vielen Spiegeln. Ja. Aber die Küche, die fiel schon auseinander in der alten Wohnung. Also eine preiswerte, aber schöne Küche. Also das hast du dann alternativ, also diese zum Beispiel diese Eichenwand, die käme mir nie ins Haus, wenn ich Millionär wäre. Die finde ich so hässlich wie die Nacht. Ne? Na gut, also das hast du dir angeschafft, zwangsweise. Ja. Wie ist es denn mit Kleidung? Noch seit 3-4 Jahren nicht. Gar nichts mehr. So im Vorbeigehen, wenn ich mal so ein absolutes Schnäppchen sehe, gibt's ja nicht. Früher gab es ja 2 Mark, 3 Mark, 5 Mark T-Shirts im Ausverkauf. Heute ist das alles 2 Euro, 3 Euro, 5 Euro und seitdem habe ich mir auch nichts mehr gekauft. Urlaub. Ich habe den ganzen Schrank voller Kleider mit nichts anzuziehen. Wie ist es mit Urlaub? Ja, ich bin absoluter Spanien-Fan. Aha, das gönnst du dir. Und war aber jetzt auch 3 Jahre nicht. Jahr. Ich war vor 3 Jahren auf Kuba, das war ein Lebenstraum von mir. Ja. Da war aber ein Last-Minute
wirklich super Angebot, wo ich zu Hause vielleicht genauso viel gebraucht hätte mit allem, was ich immer verschenke. So, Irene, jetzt erzähl mir mal, wie du das... Und da war ich. Da warst du. Na, immerhin, immerhin. Jetzt erzähl mir mal, wem du was so schenkst ständig. Also zum Beispiel habe ich alles Freunde, die so besonders eine Herzensfreundin mit ihrem Mann, die ständig in Geldschwierigkeiten sind, aus Schicksalsschlägen heraus. Ne? Ja. Denen leih ich Geld und das sind Menschen, die würden eher hungern, ehe sie mir es zum gewissen Zeitpunkt nicht zurückgeben würden. Dann sage ich 100 Mal, nee, brauchst du nicht, warte noch und wenn du es wirklich kannst und kannst du wirklich und gib mir erst die Hälfte. Und wie viel Geld ist das so zum ungefähr? Beispiel. Zum Beispiel. Und ich würde nie auf einen Besuch gehen, was man mir auch immer, die werfen mir das vor, die wollen das ja gar nicht, ne? Ohne wirklich richtig was mit so einem richtigen super Blumenstrauß und Pralinen oder... Wie machst du es aber, wenn CDs. Ja. Wie machst du es denn, wenn du Besuch einlädst? Da musst du doch ordentlich was auftischen für die Gäste. Ja, ich das ist auch ein Problem, ne? Ich mach da immer ein bisschen Notlügen, ne? Weil da müsste ich ja einkaufen gehen. Ah. Und dann sage ich immer, ach, mir ist nicht gut, ich lade sie zum Geburtstag ein. Dann tische ich auch auf. Dann schon. Aber ich leide. Ja, aber dann ich leide beim Einkauf, ich leide beim Kochen, alles das, was eigentlich Freude machen soll. Aber das tust du doch dann eigentlich für die anderen und nicht für dich. Und es ist für die anderen. Ja, aber und da müsstest trotzdem, das hat irgendwas mit dem Lebensmitteleinkauf zu tun. Ach so, ich weiß, das kann ich also irgendwo einen ganz tollen Strauß Blumen kaufen und zu jemandem hingehen, ihm das schenken, ist kein Problem. Überhaupt nicht. Auch eine CD, ein schönes Buch, wo derjenige mal von gesprochen. Ich höre permanent zu, wenn ich mit der Freundin oder meiner Tochter, ach, ist das schön, beim nächsten Mal kriegt sie das. Ne? Ja, aber wenn du beim Aldi tolle Sachen einkaufen sollst und die hinterher dann bekochen, wenn ich dann Besuch hatte, ne, das ist dann auch okay, dass ich dann da viel Geld für meine Begriffe ausgegeben habe. Dann trete ich aber 3-4 Wochen doppelt kurz. Mann. Dann aber kann es passieren, dass der Kaffee auch mal für 3 Wochen wegfällt. Irene, du klingst doch so vernünftig, dass man auch gut reden kann. Dass du da nicht gegen dich angehst. Ich schaffe es nicht. Ich weil du wirst, heute, das du wirst war auch, der Auslöser, als ich deinen Text las. Du ich wollte mir heute ein Jägerschnitzel leisten. Ja. 5 Euro. Ja. 5 Euro mit dem Teuro, den habe ich immer noch nicht im Kopf, sind für mich 10 Mark. Ja. Dann habe ich mir einen Zettel genommen und mir aufgeschrieben, was ich mir da alles bei Plus oder Aldi verkaufen kann. Irene, das ist der falsche Weg. Ich habe 2 Stunden gekämpft und habe mir das Schnitzel nicht geholt. Mann! Und jetzt, jetzt telefonierst du hungrig mit mir. Ich telefoniere mit dir, weil ich, wie ich schon am Anfang sagte, vielleicht irgendwie ein Feedback erwarte anderen Menschen, die es auch so geht. Ja. Weil das ist beängstigend für mich. Ich finde es auch beängstigend, Du hast meine Vernunft angesprochen und meine Vernunft sagt mir, dass das jetzt krankhafte Züge hat. Ja, sage ich dir auch. Nicht nur die Vernunft sagt es dir, sondern ich auch. Ja. Und ich möchte, also wenn sich jemand meldet, der so ähnlich drauf ist und so. Und das würde ich gerne ein Feedback machen. Machen wir, dass kein Problem. Man da vielleicht Anregungen kriegt, wie jemand anders sowas in den Griff bekommt. Genau, aber ich möchte dir auch noch anbieten, wenn du es willst, dass du vielleicht mit meiner Psychologin noch ein paar Wochen redest gleich. Ist Elke? Nee, ist die Heide heute Nacht. Die Heide, ich habe mit der Elke mal lange gesprochen, ja, von einem ganz anderen Thema. Ja. Und hatte einen anstrengenden Tag, bin jetzt sehr, sehr kaputt. Okay, dann lassen wir sein. Dann und außerdem darf ich mal was ganz Böses sagen. Bitte. Ich weiß, dass ihr hervorragende Psychologen da habt. Das weiß ich durch Elke. Ja. Ganz ausgewählte und ausgesuchte. Ne? Ja. Aber meine Erfahrung in einem Laufe eines langen Lebens mit Psychologen ist so, ich selbst hatte noch nie einen, aber im bekannten Verwandtenkreis, dass diese Psychologen als erstes mal Wege aus der eigenen Krise suchen, indem sie dieses Studium aufnehmen. Vielleicht fängt es immer so an, aber das ist ja vielleicht auch gar nicht die schlechteste Motivation, und, wenn sie hinterher gute Leute werden. Es ist ja eins der schwierigsten Dinge. Wir haben zum Beispiel hier in unserem Branchenbuch, da sind 4-5 Seiten nur Psychologen. Ja. Irene, ihr wenn man noch weiter einen braucht, ist es wahnsinnig schwer, einen richtigen zu finden. Ihr werdet noch weiter über Psychologen reden. Ja. Ich habe noch eine Frage an dich. War das früher auch immer schon so? Oder ach was? Ist das hat sich entwickelt schleichend im Laufe der letzten 10 Jahre. So, und jetzt sage ich dir noch, was deine Vernunft dir wahrscheinlich auch sagt. Es sei dir gegönnt, wenn du 100 Jahre alt wirst. Aber du wirst nicht 150 Jahre alt. Genieße die Zeit, die du hast und gönne dir wirklich das, was irgend möglich ist.
So, ja, und wenn Rückmeldungen kommen, die dir vielleicht helfen, kriegst du die natürlich von uns zugeschickt oder wir rufen an. Weil es ist inzwischen auch beängstigend. Ich bin also schlank und fit wie ein Turnschuh, ja, voll im Leben, mehr mit jungen Leuten wie mit Alten, ja, zu tun. Aber ich kriege einen Schreck jetzt, das hat sich im letzten halben Jahr total herauskristallisiert, wenn ich in den Spiegel gucke. Ich sehe auch wie über 70. Also muss irgendwas passieren. Ich verspreche dir, wenn sich was tut, werden wir uns bei dir melden. Danke und alles Gute für dich, dein auch, Team. Ihr seid irgendwie etwas in der Medienlandschaft, was einmalig ist. Ich höre euch fast jede Nacht, sehe dich fast jede Nacht. Von Anfang an seid ihr. Dankeschön, Irene. Sehr nett von dir. Mach weiter so. Alles Gute. Ne? Tschüss. Wen haben wir denn hier? Claudia, 37 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Claudia. Wie geht's dir? Danke, bestens. Und selbst? Naja, also ich habe morgen frei und da geht's mir ganz gut. Ist auch nicht schlecht. Ja, ich arbeite im Krankenhaus, da kann man sich ab und zu mal auch in der Woche ein paar Tage frei halten. Ja. Bist du ein Geizkragen? Nee, mein Ehemann ist ein Geizkragen und zwar von A bis Z. Erzähl mal. Ja, also ich bin mit einem Tunesier verheiratet und mein Mann ist ein ganz Lieber, sonst hätte ich ihn auch nicht geheiratet, aber er ist sehr, sehr sparsam. Also das fängt schon mal an beim Einkaufen, ne? Mhm. Er guckt also sehr, sehr genau auf die Preise und ja, es kann auch schon mal vorkommen, wenn er bei Aldi einkaufen gehen will und ich unbedingt zu Meyerbeck will, dass wir uns dann in die Haare kriegen. Ne? Und er guckt auch dann auf den Bon, was ich dann ausgegeben habe, obwohl wir ja den Geldpott gemeinsam haben, aber trotzdem, ja. Also da gibt es manchmal die eine oder die andere Meinungsverschiedenheit. Also Streit gibt es in Sachen Lebensmittel einkaufen. Lebensmittel Wo und noch? Dann eben halt klamottenmäßig, ne? Ja. Also ich meine, ich arbeite als Krankenschwester im Krankenhaus und verdiene also auch nicht schlecht. Ich bin jetzt seit 15 Jahren dabei und ja, kann ich ruhig sagen, also ich verdiene 1,8, ne? Ja. Und mein Mann verdient so um die 1,1 und ich denke mal, dass man sich da mal ruhig mal eine Markenklamotte leisten kann, wenn es einem eben halt Spaß macht und man sich das gönnen will, ja, ne? Ja, mein Mann, also der möchte am liebsten 2 Jahre mit einer und der gleichen Hose rumrennen, was ja auch seine Sache ist. Ich meine, jeder muss das nehmen, was er eben für sich selber entscheidet. Also, ein zweiter Streitpunkt ist die Kleidung. Was ist so mit Freizeitgestaltung, Thema Urlaub? Ach, Thema Urlaub, da sprichst du das richtige Thema an. Und zwar, also wenn wir fliegen ja immer nach Tunesien einmal im Jahr, ne, für 4 Wochen. Und es ist so, dass wir, also dass ich immer quasi gesehen ins Reisebüro gehe und ein Dreivierteljahr vorher das buche, weil ich immer der Meinung bin, festgebuchter Urlaub, da kann nichts schief gehen. Ja. Mein Mann möchte natürlich bis zum letzten... Ach so, und dann Last Minute fliegen. Ja, weil er noch und zwar nur Flug, ne? Also er möchte dann wirklich sehr, sehr sparen, was ich eigentlich Blödsinn finde, weil wir müssen ja 2 Plätze haben, wir müssen eine bestimmte Zeit haben. Und wenn ich sage jetzt 4 Wochen, dann meine ich auch 4 Wochen und nicht, dass dann eben halt nur 2 oder 3 Wochen, weil wenn ich arbeiten das ganze Jahr, dann will ich ja auch meinen Urlaub haben. Sicher. Ne? Aber ihr wohnt da unten doch wahrscheinlich dann bei Verwandten und das ist günstig so wieder. Genau, so ist das. Mhm. Aber letztes Jahr habe ich ihnen ein Schnäppchen geschlagen, da habe ich einfach heimlich denn gebucht und zwar habe ich ein Hotel genommen. Mein Mann natürlich tierisch sauer gewesen, weil ich es ihm erst kurz vorm letzten Pointe gesagt habe. Es waren die 4 herrlichsten Wochen meines ganzen Urlaubsdaseins, was ich überhaupt mit meinem Mann hier erlebt habe, weil in dem Hotel musste man natürlich Geld ausgeben. Ne? Also wir waren Wie lange seid ihr verheiratet schon? Wir sind jetzt über 4 Jahre verheiratet. Über 4 Jahre. Beschenkt er dich, wenn du Geburtstag hast? Ja, da muss ich ihn dran erinnern und also er knautert da auch ziemlich. So, ne? Jetzt frage ich dich, wie du das 4 Jahre ausgehalten hast, wirst du nicht oder bist du nicht irgendwann immer wieder doch sehr aggressiv auch geworden? Nee, und hat es nicht so, Mann. Ja gut, hat es nicht sogar die Liebe beschädigt? Nee, also denke ich nicht. Ich denke mal, das kommt daher, weil er in so einem ärmlichen Verhältnissen groß geworden ist. Also das glaube ich nämlich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass jemand in ärmlichen Verhältnissen groß geworden ist, automatisch ein Geizkragen wird. Beileibe nicht. Ich glaube es nicht. Naja, also ich jedenfalls bin kein Geizkragen und ich versuche ihm das immer klar zu machen. Also ich muss dir noch mal eine kleine Story erzählen. Ich habe 2 kleine Hasen. Ja. Also einen Hasen habe ich bekommen von einem Arbeitskollegen, der wollte den nicht mehr haben. Und ich habe dann, weil ich so ein großes Herz habe für Tiere, habe ich dann diesen Hasen genommen. Und mein Mann war also tierisch abgeneigt dagegen und war auch ein bisschen sauer. Hat den Hasen dann aber auch akzeptiert. Und ich habe dann noch einen 2. Hasen dazu gekauft, weil ich mal gelesen habe in einem Buch, man soll einen Hasen nicht alleine halten, sondern man soll eben halt dann eben ein Weibchen oder ein Männchen.
Hähnchen, je nachdem. Mach mal ganz schnell, weil die Sendung gleich vorbei ist. Also ja, auf alle Fälle habe ich meinen Mann dazu bekommen, dass er die beiden Hasen, trotzdem er sie also jedes Mal in die Pfanne hauen möchte, am liebsten akzeptiert jetzt. Ach so, ja. Und er ist nicht sauer über jedes Möhrchen, was du kaufen musst für die Hasen? Weil naja, also was heißt sauer? Er guckt immer ganz doof. Aber ja, ich denke, ich kann meinen Mann auch erziehen. Aha. Ja, also wenn das mal geht, ist es ja gut. Auf Dauer finde ich das schon provokant auch, wenn man mit jemandem zusammen ist, der einen nicht mehr beschenkt am Geburtstag. Mm. Ja? Ja, da hast du recht. Aber also, ich denke, das kriege ich schon auf die Reihe. Ja, genau. Ist, glaube ich, auch. Du wirkst ja ziemlich resolut. Also erziehe noch ein bisschen. Mach ich. Claudia, alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. In der Technik Michael Jansen. Und morgen sind wir mit einer freien Themennacht wieder hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. 1 Uhr. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage Tschüss. Bis morgen. Danke.